Reicht aus zum 2:2 Torschütze. Der Ausgleich zum 4:4. Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe vom VfL6 TV. Heute nach dem Krombacher Pokal in der ersten Runde, heute leider ausgeschieden gegen die Mannschaft aus Wunsdorf. Zu Gast bei mir, zu meiner Linken, Jonas Jürgens, und zu meiner Rechten, Omar Fahmi. Jonas, was sagst du zum Spiel? Ja, unglücklich, dass wir rausgeflogen sind, ne? Aber ja, erste Halbzeit 1:4 hinten gelegen, beziehungsweise nach 47 Minuten 1:4 hinten gelegen, und das war da wieder zurückkommen, war schon eine gute Mannschaftsleistung, aber ja, man wurde nicht belohnt, ne? Nach 90 Minuten. Und wenn wir das Ding so gut 4, machen wir das 4-4, ja. Wäre nicht belohnt, das ist das Problem. Ja, sollen wir machen. Ich glaube, viel bitterer als im Elfmeterschießen auszuscheiden geht nicht. Was sagst du zu dem Elfmeterschießen, zum Ausscheiden? Wie fühlst du dich momentan? Ja, im Elfmeterschießen, da kann man immer ausscheiden, das ist Glückssache. Ja, das, was uns jetzt ein bisschen bedrückt oder unsere Stimmung so ein bisschen trübt, ist, wir sind enttäuscht, weil ich glaube, nach einem 4-1 so zurückzukommen, ist schon mal positiv. Das zeigt, dass wir auch als Mannschaft gewachsen sind. Aber wir müssen ganz klar auch die Fehler, die in der ersten Halbzeit passiert sind, und zu Beginn der zweiten Halbzeit analysieren und ja, daraus die Schlüsse ziehen, dass die dann nächste Woche in Uphusen dann nicht passieren. Das muss unser Ziel sein. Aber natürlich ist die Enttäuschung groß. Wir wissen, dass wir in der zweiten Halbzeit sehr gut gespielt haben. Wunsdorf, ich glaube, kompletten 45 Minuten unter Druck gesetzt haben. Aber letztendlich steht nicht die zweite Runde da, sondern wir sind draußen. Dass das jetzt im Elfmeterschießen passiert, kann passieren. Da hat man keinen Einfluss drauf. Richtig, es ist 50-50. Und jeder, der geschossen hat, war überzeugt zu treffen. Da kann man auch keinen Vorwurf machen. Jetzt fürs Spiel nächste Woche. Spielt dann in Uphusen. Uphusen hat heute selber im Pokal 6:1 gegen VfL Oldenburg gewonnen. Was kann man jetzt erwarten fürs Spiel? Ja, es wird natürlich schwer, ne? Aber ja, klar, wollen wir das gewinnen. Gerade im ersten Spiel ist wichtig, dass man da auch ein Aufrufezeichen an die Liga macht, ne? Dass wir da die Fehler halt vermeiden, gerade aus der ersten Halbzeit von heute, ne? Und dass wir die Leistung aus der zweiten Halbzeit widerspiegeln und ja, dass wir da auf jeden Fall Druck machen, und wir wollen 3 Punkte, ne, aus Uphusen mitnehmen. Zu deiner persönlichen Person noch, du bist jetzt ja die erste Saison dabei, heute hast du dein erstes Pflichtspiel gemacht. Was sind deine ersten Eindrücke? Ja, gut. Ich bin reingekommen, ne? Hab 20 Minuten ungefähr gespielt. Ja, das Tempo war natürlich hoch, ne? Ja gut, wir haben Druck gemacht. Wir, ja, hätten eigentlich das 5-4 machen müssen. Hat Spaß gemacht auf jeden Fall, aber ja, es wird halt immer ein bisschen getrübt, ne? Durch das Ausscheiden, ne? Und ja gut, ich habe das 5-4 noch gemacht. Das wurde zurückgepfiffen, weil es angeblich abseits war. Teile ich die Meinung nicht, ne, vom Schiedsrichter, aber naja, muss er selber wissen. Gut, alles klar, da bedanke ich mich.